Jo, herzlich willkommen zurück. Dann wollen wir uns mal um die Mission kümmern, ne? Was so anliegt da eben. Kommt rein. Kann. Lassen Sie hören. Ich übermittelte dem Admiral, was während der letzten Mission passiert ist. Er war ziemlich ungehalten, weil die Nachschubroute nicht unterbrochen wurde. Das ist natürlich nicht so gut. Auf diese Weise ist es schwierig, die Feinde zu besiegen. Auf Zirze 5 befindet sich eine unterirdische Kommandozentrale des Feindes. Der Admiral hat gemeint, wenn Sie wollen, können Sie mit Decker und seinen Männern einen Präzisionsangriff auf die Zentrale starten. Ich kenne die Pläne. Wenn Sie uns hinbringen, haben wir in ein paar Minuten eine Implosionsladung, die alles zerstört, angebracht. Aber hinter den feindlichen Linien können wir kein Shuttle einsetzen. Wenn wir nur unsichtbar fliegen könnten. Wir könnten die Einschleusungskapseln benutzen. Der Admiral hat gesagt, eine andere Truppe könnte diese Mission auch ausführen. Deshalb überlässt er Ihnen die Entscheidung, wo die Intrepid am meisten gebraucht wird. Er will nur bald informiert werden, Sir. Schickt Decker rein. Nachschub unterbrechen. Schickt Decker rein. Nachschub unterbrechen. Schickt Decker rein. Ja, los, wofür sind diese Marines da? Müssen sie auch mal einsetzen. Zielen wir auf ihr Herz. Wir fliegen Decker und seine Männer dorthin und zurück. Los geht's. Geht hier die Post ab. Jawohl. Oh, und ich muss alleine fliegen. Das wird ja lecker. BEK ist gesichert. Die Tarnung ist auch bereit. Sie können abheben, Junge. Na, so bin ich das aber noch nie hier geflogen. Das wird jetzt aber interessant werden. Ab auf den Planeten. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, das Dumme daran ist, dann muss ich wohl anders machen. Ja. Weitere Nachrichten. Heute. Aber ich gebe ja hier nicht sofort auf. BEK ist gesichert. Die Tarnung ist auch bereit. Sie können abheben, Junge. Mal gucken, muss da vorher ein bisschen was Randale gemacht haben, ein bisschen was zerstört haben und dann kommen die vielleicht da rein. Mal gucken, wie das läuft hier.
irgendwie müssen wir es ja hinkriegen, ja. Na komm, kleine Hellcat. Noch und dann könnte das klappen hier. Ja. Jetzt habe ich aber natürlich absolut keine Raketen mehr, ne? Nur noch diese BEKs. Aber gut. Mal gucken. Vielleicht ist das so jetzt die bessere Lösung. Ich werde den Spaziergang in 60 Sekunden beendet haben, Khan. Zeit, in Pension zu gehen. Nein! Ach Mann. Weitere Nachrichten. Also ernsthaft Schwierigkeitsgrad runter machen, weil sonst wird man da zu doof hier. Ganz ehrlich. BEK ist gesichert, die Tarnung ist auch bereit. So. Sie können abheben, Junge. Ups. Es geht mir bei diesem Spiel immer irgendwie eigentlich mehr um die gut gemachte Story als um irgendwelches Weltraumgeballer hier. Muss ja nicht der Held im Erdbeerfeld sein, im Weltraum. Nicht, wenn die Geschichte so nervig ist. Das ist ja pure Wahnsinn hier. Ja, komm, zeige ich dir. Du Abschaum der Grenzwelt. Mach dich fort. Wie ein Mann, du Abschaum der Grenzwelten. Immer feste drauf. Thank you.
Ich werde den Spaziergang in 60 Sekunden beendet haben, Grant. Alles erledigt, Boss. Wir starten die Kapseln. Holen Sie uns, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ja, wie? Sieh zu, dass er wegkommt. Mission abgeschlossen. Oh, die haben aber allesamt einen abgekriegt, wa? So, einer muss da noch sein. Da. Und ab dafür. Bloß weg da. Hoffentlich kommt mir jetzt nicht mal noch viel entgegen hier. Aber das ist ungemütlich. Colonel, ich habe eine wichtige Nachricht. Ein ungewöhnliches Konföderiertenschiff befindet sich ganz in ihrer Nähe. An Bord dieses Schiffes ist eine Ladung, die uns großen Schaden zufügen könnte. Das ist... Es ist notwendig, dass Sie dieses Schiff aufhalten und übernehmen. Ich wiederhole, halten Sie es auf. Zerstören Sie es nicht. Wir wollen unbedingt wissen, was auf dem Schiff ist. Sie bekommen den neuen Navigationspunkt. Ach ja, die Daten aus Circe enthalten konföderierte Freund-Feind-Codes. Soll ich sie Ihnen jetzt zusenden, Sir? Hört sich gut an, Sosa. Schicken Sie die Freund-Feind-Codes. Jo. Jetzt wird's interessant, ja? Jetzt habe ich aber gleich ein Problem mit diesen Dragon-Teilen da. Was ist los, Boss? Habe ich in der Einsatzbesprechung wie ein Lebensmüder gewirkt? Ja. Was ist los, Boss? Habe ich in der Einsatzbesprechung wie ein Lebensmüder gewirkt? Das ist jetzt die Kacke dabei. Diese Nasen erstmal loswerden hier. Ah, shit. Ah, komm schon. Ah,
was alleine halt ziemlich scheiße ist. Jetzt habe ich hier die Packung extra schwer. Junge. Oh, ist ja eine Rakete mit drauf gemacht. Meine letzte, das dann auch noch. Ich will hoffen, dass da jetzt nicht noch welche von diesen Dingern da kommen, weil dann bin ich gearscht. Deswegen wechsle ich ja gerade ständig den Target. Aber bisher sieht das nach Abwarten, Tee trinken und Glück haben aus. Das ist natürlich auch meine Konstellation hier von Missionen. Man kann mit der Leech Cannon also einiges reißen. Ich hab mir das mal noch ein bisschen auf. Tut mir leid, Colonel. Der Kristall brennt einfach viel zu schnell durch. Wir müssen noch mal von vorne anfangen. Eigentlich habe ich nur ausgeschaltet, aber na gut. Seid ihr dann hier mal so weit, oder was? Wir sind drin. Oh, nee. Sie mir den Feind vom Leib, während ich arbeite. Scheiße. Wie viel habe ich? 2 von diesen Sacknasen, ne? Ich hasse leichte Ziele. Sterbt ihr Halbmensch. Na komm, wo bist du? Bist ja auch gar nicht unfair, ne? Der unsichtbar machen ganz woanders plötzlich wieder auftauchen hier. Ab in den Müll mit dir! Rumsfaller. Alles unter Kontrolle. Sieht aus, als hätten wir was ganz Besonderes erwischt, Boss. Mission abgeschlossen. Ja, dann. Ihr bleibt hier, oder was? Ist auch in Ordnung. Muss ich da nicht lange rumfummeln. Ab nach Hause. Ich bitte um Landeerlaubnis. Sie können landen. Ist auch nice, hier so mit dem Drehen. Sie holen alles aus dem Großkampfschiff. Na denn. Vorher mache ich den Schwierigkeitsgrad, aber zumindest ein bisschen wieder höher, bevor ich jetzt lande. Und jetzt wird es, glaube ich, gleich nochmal richtig schön lustig. So bestimmte Stellen, wo man sich dran erinnert, ne? Was zum Teufel ist das? Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es ist nicht hochgegangen.
muss einen separaten Zünder. Jo. Ich mache hier erstmal eine Pause und heiße ich dann im nächsten Teil herzlich willkommen wieder dann. Also bis dann.